Andi, schon wieder müssen wir uns über zwei verlorene Punkte beim Unentschieden beklagen. Wie ist so das Gefühl direkt nach dem Spiel bei dir? Ja, pure Enttäuschung. Ne? Also ich glaube, wenn man das Spiel sieht heute, wie wir Gas gegeben haben, wie wir den Duisburgern den Schneid abgekauft haben, ist das sehr, sehr bitter. Zwei verlorene Punkte heute hinnehmen zu müssen. Aber es ist passiert. Wir müssen jetzt an diese Leistung weiter anknüpfen. Letzte Woche haben wir schon eine sehr gute erste Halbzeit gegen Elversberg gespielt. Und heute zwei super Halbzeiten meiner Meinung nach. Und wir hatten heute auf jeden Fall den Sieg verdient gehabt. Lass uns mal besonders über die Dinge sprechen, die funktioniert haben. Was hat denn heute besonders gut geklappt aus deiner Sicht? Ich glaube schon, dass wir einen super Matchplan hatten, dass wir trotz des vielleicht nicht perfekten Platzes gut rausgespielt haben, gute Lösungen gefunden haben und so halt den Duisburgern schwer gemacht haben, dass die gar keinen Zugriff bekommen haben. Was vielleicht so ein bisschen noch Manko ist, dass wir im letzten Drittel dann noch konsequenter aufs Tor gehen, den letzten Pass vielleicht dann auch noch besser spielen. Das ist jetzt, denke ich mal, so eine Geschichte, an der man dann die Woche arbeiten kann. Du hast jetzt vor kurzem deinen Vertrag verlängert. Wurde gesagt, du bist ein Spieler, der über den Kampf kommt. Ich glaube, das hast du heute gezeigt. Wie hast du so deine eigene Leistung gesehen? Wie hast du das Spiel erlebt? Also grundsätzlich rede ich nicht so gerne über meine eigene Leistung. Das sollten andere beurteilen. Aber alles in allem bin ich eigentlich zufrieden, mit Ausnahme von dem Freistoß, was meiner Meinung nach kein Freistoß ist. Leider sehr viele 50-50-Entscheidungen heute meiner Meinung nach in Richtung Duisburg gefallen. Aber grundsätzlich ist das mein Spiel, worüber ich kommen möchte. Und soweit bin ich zufrieden. Andi, danke dir.